suchst nach einem coolen Bannsystem für dein Roblox-Spiel, das sehr leicht zu implementieren ist, dann habe ich genau das Richtige für dich. Denn ich habe in den letzten Wochen an einem besonderen Bannsystem gearbeitet, welches es vorher so noch nie gab. Was das Ganze jetzt so besonders macht, erkläre ich gleich. Jetzt zeige ich dir erstmal, wie simpel es überhaupt zu implementieren ist. Du nimmst es einfach aus der Toolbox raus, packst es in den ServerScript-Service und das war's auch schon. Jetzt kannst du das Modul einfach in deinem Code requiren und an beliebigen Stellen die Bann-Methode verwenden. Oder du machst einfach gar nichts mehr, startest einen Testserver mit 2 Spielern, schreibst /bannplayer2 in den Chat und er ist weg. Aber was macht das System jetzt so besonders? Normale Bannsysteme speichern sich gebannte Spieler einfach ab und wenn sie joinen, werden sie gekickt. Im Prinzip funktioniert mein System genauso. Mit einem kleinen Unterschied. Gebannte Spieler werden nicht gekickt, sondern sie werden in einen Knast teleportiert. Das Banland. Im Banland müssen die Spieler ihre Zeit absitzen, um wieder entbannt zu werden. Und das hat den Vorteil, dass ein temporärer Bann von deinem Spiel so richtig sitzt. Stell dir vor, du wirst aus deinem Lieblingsspiel für 2 Tage gebannt. Schade, aber du kommst halt in 2 Tagen wieder und so lange kannst du was anderes spielen. Mit meinem Banland-Modul läuft das ganz anders. Wirst du mit meinem Modul für nur 30 Minuten gebannt, dann kannst du nicht einfach was anderes machen. Du musst tatsächlich die ganzen 30 Minuten mit deinem Account in einer langweiligen Gefängniszelle verbringen. Und erst nachdem du die 30 Minuten in dem Knast abgesessen hast, kannst du wieder zurück. Und 30 Minuten in so einer Zelle fühlen sich wie eine Ewigkeit an, das verspreche ich dir. Bist du interessiert? Dann claim dir das kostenlose Modul über den Link in der Videobeschreibung und ich gehe gleich mit dir alle Einstellungen durch. Hast du es gemacht? Nein? Hä? Warum schaust du da noch weiter? Jetzt claim das Modul, es ist kostenlos und du kannst direkt loslegen. Ach egal, kommen wir zum Setup. Ach und zu dem Punkt muss ich dir etwas beichten. Ich habe geflunkert. So einfach, wie ich es am Anfang gezeigt habe, ist das Setup gar nicht. Es ist nämlich noch eine Sache zu beachten. Da das Modul Spieler wegteleportiert, statt sie zu kicken, muss man Third-Party-Teleports aktivieren. Und man kann es dementsprechend auch nicht so gut über Roblox Studio testen, weil da funktionieren ja keine Teleports. Aber keine Sorge, ich habe das Modul schon ausgiebig getestet und bis auf vielleicht ein paar kleine, unwichtige Bugs sollte alles problemlos funktionieren. Also, fangen wir mal an. Über den Link in der Beschreibung solltet ihr hier landen, bei meinem Banland-Modul. Das könnt ihr hier oben rechts claimen. Wenn ihr es schon geclaimt habt, steht da ins Studio probieren und wir können rübergehen in Roblox Studio. In Roblox Studio könnt ihr euch das Modul dann holen, indem ihr auf die Toolbox geht. Dann oben auf dieses Symbol, auf meine Modelle und da müsste dann das Banland-Modul drin sein. Einfach raufklicken, dann wird es eingebaut und da steht Banland-Modul enthält 6 Skripte. Bla 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 und ich sag okay, ist von Roblox Conny, den kann man vertrauen, zumindest vertraue ich mir selbst. Und wir packen das Modul, wie eben schon gezeigt, in den ServerScript-Service rein. Dann ist natürlich wichtig, dass ihr einmal oben auf Start geht, dann auf Spieleinstellungen und wenn da steht, ihr müsst euer Spiel natürlich erst speichern, dann speichert euer Spiel erstmal, weil vorher könnt ihr sowieso nichts machen. Geht nochmal auf die Spieleinstellungen und dann hier auf die Sicherheit. Bei der Sicherheit macht ihr Zugriff auf API-Dienste für Studio an, denn ohne diese Berechtigung würden alle Tests in Roblox Studio gar nicht funktionieren und Teleports von Drittanbietern erlauben macht ihr auch an. Dann könnt ihr speichern und alles ist cool. Wenn das beides nicht an ist, funktioniert das Modul nicht und dann ist es eigentlich nur eine schlechtere Version von einem normalen Bannsystem. Das Modul könnt ihr umbenennen, das tut nichts zur Sache, es heißt nur Main-Modul, damit man es auch requiren kann über die ID. Und wenn ihr es öffnet, seht ihr hier Stuff, der ist unwichtig für euch. Read me please, solltet ihr euch durchlesen, ist aber auf Englisch und die Settings. Im README steht einmal drin, was es ist. Setup, es muss im ServerScript-Service sein. Third-Party-Teleports müssen an sein. Und ihr könnt in den Settings Sachen anpassen. Und am besten nichts hier im Stuff-Folder ändern, von dem ihr keine Ahnung habt. Bisschen weiter unten stehen dann noch ein paar Commands und was die machen. Und wir fangen dann mal mit den Settings an. In den Settings haben wir Override HD Admin. Weil ja, es gibt natürlich auch HD Admin. Und HD Admin hat sein eigenes Bannsystem. Aber das Bannsystem könnt ihr einfach überschreiben. Wenn das auf True steht und ihr HD Admin im Spiel habt, dann wird der Bann-Command von HD Admin direkt überschrieben zum Bann-Command von diesem Modul und so weiter und so fort. Wenn ihr es ausmacht, dann werden die HD-Admin-Bann-Commands nicht überschrieben und ihr habt dann 2 Bann-Systeme in eurem Spiel oder ihr habt einfach gar kein HD-Admin in eurem Spiel drin, dann ist dieses Setting komplett irrelevant. Dann die Default-Ban-Duration ist einfach die Standarddauer für einen Bann und bitte stellt die Dauer nicht zu hoch. 15 Minuten ist schon heftig und ich erkläre euch gleich warum. Einerseits 15 Minuten in so einer Knastzelle warten ist schon mal ziemlich viel schlimmer, als eine Stunde lang einfach gebannt zu sein und danach wieder rein zu dürfen. Andererseits haben wir hier den Increment-Factor und der Increment-Factor ist ein Faktor, um den die Länge der Strafe multipliziert wird, um die eigene Länge pro Anzahl der vorangegangenen Strafen. Ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber es bedeutet einfach nur, für jede weitere Strafe, die der Spieler bekommt, wird
der Bann länger. Das heißt, er wird einmal für 15 Minuten gebannt und beim nächsten Mal wird er dann schon für 22 Minuten und 30 Sekunden gebannt. Und das geht exponentiell immer weiter hoch. Mit jedem Bann wird die Bann-Duration länger, auch wenn hier einfach nur 15 Minuten drin steht. Dementsprechend, lass es einfach so. Ihr müsst es nicht unfassbar hochstellen. Ein Bann von einem Tag ist praktisch schon permanent, weil wer sitzt bitte schon einen ganzen Tag in dem Spiel drin? Braucht ihr keinen Leuten antun, wirklich. Wenn ihr natürlich nicht wollt, dass die Bans automatisch länger ausfallen, dann könnt ihr den Increment Factor auf 0 stellen oder auf 0 stellen. Ich schlage aber vor, 0,5 ist schon sehr, sehr hart. Alles, was höher ist als 0,5, ist noch viel härter. Also ich sag mal, wenn ihr hier das hier macht, dann ist der nächste Bann 30 Minuten, der nächste Bann ist eine Stunde, der nächste Bann ist 2 Stunden. Das tut also ordentlich weh. 0,5 ist dann schon ein bisschen netter und immer noch hart genug. Default Buyouts. Spieler haben die Möglichkeit, sich auch frei zu kaufen, indem sie Robux ausgeben. Wenn ihr das nicht wollt, stellt ihr das auf False. Und wenn ihr selber daran profitieren wollt, dann könnt ihr hier die Game Pass ID von einem eurer Game Pässe reinschreiben. Wenn der Spieler dann im Knast ist und diesen Game Pass dort kauft, dann kann er sich damit auch direkt freikaufen. Ich schlage vor, dass ihr das nicht standardmäßig hier in den Default Settings habt, sondern dass ihr das dann per Hand bei bestimmten Bans macht. Weil sonst kann es sein, dass sich ein Spieler, den ihr für sehr lange Zeit bannen wolltet, einfach mit demselben Game Pass freikaufen kann, der für Spieler gedacht ist, die nicht so lange gebannt sein sollen. Aber es ist einfach eine kleine Möglichkeit, um selber ein paar Robux mit gebannten Spielern zu verdienen. Da könnt ihr Game Pass IDs reinschreiben. Ich schlage vor, dass ihr es auf True lasst oder auf False stellt. Weil wenn die Spieler den Game Pass schon besitzen, dann werden sie sich ganz normal wieder mit den Dev Products in dem Spiel freikaufen oder müssen den Game Pass löschen, um ihn wieder zu kaufen. So, Default Send to Banland lasst ihr am besten auf True, weil wenn ihr einen Spieler mit Slash Unban wieder entbannt und er zurück in das Spiel kommt, dann wird der Spieler, wenn das auf True steht, nochmal ins Banland geschickt, damit das Banland auch Bescheid weiß. Ah, okay. Der Spieler wurde entbannt. Wenn ihr das auf False stellt, weiß das Banland nicht Bescheid und jedes Mal, wenn der Spieler zurück in das Banland reingehen sollte, dann wird er wieder in eine Gefängniszelle gesteckt, was man nicht unbedingt immer möchte. Deswegen lasst es am besten einfach auf True. Jetzt kommt der Banpower Table und hier könnt ihr eure Berechtigung einstellen. Standardmäßig habt ihr als Owner von dem Spiel immer 9999 Banpower und die Banpower bestimmt, wer wen bannen kann. Wenn man eine Banpower von 1 oder höher hat, kann man andere Spieler bannen, aber nur, wenn sie weniger Banpower als man selbst haben. Hier könnt ihr euren Namen reinschreiben. Ich kann zum Beispiel Roblox Conny reinschreiben, weil so heiße ich auf Roblox. Ich kann mir 10 Banpower geben. Das bedeutet, ich könnte alle anderen Leute, die hier in dem Table drin stehen, bannen. Und niemand von denen kann mich bannen, es sei denn, jemand hat 11 Banpower. Der Owner von dem Spiel, was ja auch ich bin, hat 9999 Banpower und kann jeden bannen und kann nicht gebannt werden. Darum müsst ihr euch nicht kümmern, dass der Owner irgendwelche Rechte hat. Ihr könnt ja auch die User-ID von einem Spieler reinschreiben, was eher angebracht ist, falls ein User seinen Namen ändert und sich jemand anderes dann den Namen claimt. Und hier habe ich dann auch negative User-IDs stehen. Das sind die User-IDs von Player 1 und Player 2, wenn man über einen lokalen Server testet, was wir gleich einfach mal machen werden. Also nicht vergessen, hier die Namen von allen Spielern reinschreiben, die Berechtigung haben sollen. Und natürlich die Standardsachen, die hier drin stehen, die solltet ihr am besten entfernen, weil sonst kann jemand, der Example Mod heißt, in eurem Spiel Leute bannen. Um sicher zu gehen, habe ich persönlich die Example-Namen hier geclaimed, außer die, die halt schon geclaimed waren. Also löscht das besser raus. Dann haben wir Show Records Default. Es gibt einen Command, den kann ich euch einfach mal zeigen. Wenn ihr Slash Records schreibt oder Slash Show Records, aber Slash Records geht auch, dann kriegt ihr einmal alle kriminellen Records, die schon über den Spieler gespeichert sind, einfach mal in den Chat geprintet. Bei mir gab es da jetzt noch nichts, weil ich als Conny wurde nie gebannt. Kann auch nicht gebannt werden, weil ich der Owner bin. Und ihr könnt euch nur die Bans anzeigen, die gerade aktiv sind, nur die Bans anzeigen, die gerade inaktiv sind oder alle Bans. Standardmäßig ist es alle Bans. Wenn ihr standardmäßig nur aktive Bans haben wollt, schreibt ihr hier Active rein. Oder wenn ihr nur inaktive Bans sehen wollt, schreibt ihr hier Inactive rein. Oder ihr lasst es einfach auf All, dann seht ihr alle Fälle. Dann gibt es noch eine Blacklist. Hier könnt ihr den Namen oder die User-IDs von Spielern reinschreiben, die geblacklistet sind und dementsprechend nicht in euer Spiel rein dürfen. Bei denen ist es egal, wie viel Zeit sie im Banland absitzen, die kommen einfach nicht mehr rein. Das ist praktisch eure Permaban-Liste und ihr könnt hier so viele Spiele eintragen, die nicht in euer Spiel rein dürfen, wie ihr wollt. Und jetzt kommen die komplizierten Sachen, die eher für fortgeschrittene User sind. Get Banpower, das ist eine Methode, mit der festgestellt wird, wie viel Banpower ein Spieler hat. Diese Methode nimmt als Argument immer die User-ID oder das Spielerobjekt von dem Spieler und muss halt für sowohl die User-ID als auch für das Spieler Objekt die Banpower Return, in dem Fall aus diesem Banpower Table. Wenn ihr eure eigene Funktion habt, mit der ihr festlegen wollt, welcher Spieler welche Rechte hat, dann überschreibt
diese Funktion hier einfach damit und dann braucht ihr wahrscheinlich diesen Table auch nicht und könnt den Table komplett löschen. Hier ist jetzt einfach nur die Funktion, die mit diesem Table funktioniert. Wenn User-ID or Player eine Number ist, also wenn es eine User-ID ist, dann legen wir uns einen Name-Cache an, dann holen wir uns den Namen des Spielers oder gucken, ob der Name des Spielers schon im Cache ist. Wenn es nicht geklappt hat, dann weinen wir einfach mal. Wenn es geklappt hat, dann speichern wir uns den Namen des Spielers im Name-Cache und returnen das, was im Banpower-Table steht für den Namen oder für die User-ID des Spielers. Und wenn es keine User-ID ist, returnen wir das, was im Banpower steht. Banpower-Table steht für den Namen oder die User-ID des Spielers. Bisschen kompliziert, aber es muss halt sichergestellt sein, dass es auch mit der User-ID funktioniert für Offline-Commands. Wenn ihr keine Offline-Commands verwendet, könnt ihr tatsächlich diesen ganzen Teil hier weglassen. Was Offline-Commands sind und wofür das jetzt wichtig zu beachten ist, darauf kommen wir auch gleich noch zurück. Hier wird nochmal erklärt, dass natürlich auch niemand mehr als 9999 Banpower haben sollte, weil sonst irgendwas kaputt geht. Und yo, Offline-Commands, dann wäre es immer nur das Player-Objekt. Jetzt kommen wir zu was ganz Besonderem und was ganz Wichtigem, und zwar der GetPlayerDataMethod. Die GetPlayerDataMethod ist eine Methode, die das BanEndModul verwendet, um die Daten von den Spielern zu bekommen. Und dasselbe gilt auch für die SetPlayerDataMethod, die ist dafür da, um die Daten von Spielern zu speichern. Wenn ihr euer eigenes DataStore-Modul verwendet, dann schlage ich euch vor, wenn ihr schlau genug seid, zu wissen, wie das funktioniert, diese Methoden zu überschreiben. Wichtig ist, dass die Argumente die gleichen bleiben müssen. Self und User-ID bei Get und Self, User-ID und Data bei Set. Die Methoden müssen für immer yielden, wenn es nicht möglich ist, die Daten zu getten. Vielleicht werde ich später das Modul auch umschreiben, dass es nicht mehr notwendig ist, dass die Methoden für immer yielden müssen. Aber aktuell ist es so, dass die Methoden am besten für immer warten müssen, wenn es nicht möglich ist, die Spielerdaten zu laden. Es geht darum, dass ihr mit der gegebenen User-ID die Daten von einem Spieler laden sollt über den DataStore-Service und dann den Table returnen sollt, in dem das Modul die Daten speichern kann. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel euer eigenes Data-Modul verwendet, dann solltet ihr nicht alle Daten returnen, sondern ihr solltet sagen, local Spielerdaten sind gleich mein Modul, welches ihr dann oben auch noch irgendwie getten müsst, Doppelpunkt getDaten von der User-ID. Und dann müsst ihr beim Return sagen, Spielerdaten.banland. Und wenn ihr in eurem Data-Template kein Banland drin habt, müsst ihr natürlich vorher sagen, if not Spielerdaten.banland, then, warum habe ich Banland zweimal geschrieben, bin ich dumm, then Spielerdaten.banland ist gleich ein leerer Table. Weil das Banland sollte dann am besten bei euch in einem separaten Table alle Sachen speichern und diese Methode sollte diesen Table auch returnen. Und wenn ihr alle Spielerdaten returnt, kann das Modul damit nichts anfangen. Und wenn ihr alle Daten überschreiben lasst von dem Modul, dann habt ihr ein großes Problem, weil dann verliert ihr Spielerdaten. Das heißt, legt einen separaten Table in euren Spielerdaten an für Banland und returnt den in dieser Methode. Und legt einen separaten Table in euren Spielerdaten an und überschreibt ihn in dieser Methode mit Data. Der komplette Table soll überschrieben werden mit Data. Diese Methode wird nur ausgeführt, wenn vorher die GetPlayerDataMethod genutzt wurde, um den Spaß zu überschreiben. Ah, das hier muss übrigens auch wieder raus. Ich lasse die Methoden hier erstmal so, wie sie sind, weil das ziemlich kompliziert ist, denn ihr müsst auch in der Lage sein, die Daten von Spielern zu getten, die nicht im Spiel drin sind, von Offline-Spielern, weil sonst funktionieren keine Offline-Commands. Wenn ihr eure eigenen Methoden implementieren wollt, euch aber Offline-Commands zu kompliziert sind, es euch zu kompliziert ist, Daten von Spielern zu bekommen und zu überschreiben, die gerade nicht online sind, dann könnt ihr hier unten Allow Offline-Commands auf False stellen. Und dann funktionieren Offline-Commands nicht mehr und dann ist alles cool. Ich lasse sie aber auf True, weil Offline-Commands sehr nützlich sind, denn ein wichtiger Offline-Command, den ihr wahrscheinlich benutzen wollen werdet, ist der Unban-Command. Wenn ihr Offline-Commands aushabt, könnt ihr keine Spieler mehr entbannen, es sei denn, ihr geht in Roblox Studio rein, geht in euer Datenmodul selbstständig rein und überschreibt dann die Daten selbstständig. Aber mit Commands und Methoden wird Unban nicht mehr funktionieren und ihr werdet auch nicht mehr die Records von Offline-Spielern ansehen können, wenn ihr Offline-Commands ausschaltet. Das ist der Nachteil, wenn ihr Offline-Commands aushabt. Der Vorteil ist, dass ihr euch nicht darum kümmern müsst, Daten von Offline-Spielern zu getten. Was halt kompliziert werden kann, wenn ihr ein Modul nutzt, welches Session-Locking betreibt. Aber das wär's. Mit den Methoden könnt ihr ein paar DataStore-Writes und Reads sparen. Ihr müsst sie aber nicht überschreiben, wenn ihr genug Write- und Read-Limits habt. Hiermit könnt ihr Offline-Commands ausschalten. Dann kommen wir zu TP-Tries-Until-Kick. Das ist einfach die Anzahl der Versuche, die das Modul unternehmen wird, einen Spieler zu teleportieren, bis das Modul dann sagt, okay, es hat einfach 6-mal jetzt nicht geklappt, ich kick den Spieler einfach.
weil es kann immer sein, dass ein Teleport scheitert aus allen möglichen Gründen. Zum Beispiel aber auch, weil ihr in euren Spieleinstellungen unter Sicherheit Third-Party-Teleports nicht aktiviert habt. Das muss aktiviert sein, merkt euch das. Ich habe festgestellt, dass 6 Versuche ziemlich zuverlässig sind, darin den Spieler doch noch zu teleportieren, selbst dann, wenn Roblox gerade irgendwie Probleme hat mit dem Teleportieren. Ihr könnt es niedriger stellen, dann werden die Spieler schneller gekickt und haben nicht so eine lange Wartezeit. Oder ihr könnt es höher stellen, dann werden die Spieler zuverlässiger teleportiert, aber es kann sein, dass sie länger warten, wenn dann irgendwann mal was schief geht. Dann haben wir noch Use Global Blacklist, denn dieses Modul kommt mit einer Blacklist, die ich mit ein paar Freunden geschrieben habe, in der Spieler drin stehen, die gehackt haben oder die sich einfach nur schlecht verhalten haben. Und diese Spieler, die haben wir aus all unseren Spielen gebannt. Und wenn ihr sie auch aus eurem Spiel bannen wollt, dann lasst den Wert auf True. Wenn ihr das nicht machen wollt, stellt ihn auf False und dann wird die Global Blacklist nicht verwendet. Dann haben wir noch Check Groups, das ist auch für die Global Blacklist, aber das prüft, ob der Spieler in einer geblacklisteten Gruppe ist. Und das könnt ihr separat auf False stellen, weil es ja auch ein paar API-Limits auffrisst, die ganzen Gruppen von jedem joinenden Spieler zu checken. Wenn ihr Use Global Blacklist auf False habt, dann ist Check Groups aber auch vollkommen egal, weil die Groups sind in der Global Blacklist drin. Als allerletztes haben wir die Banland Place ID, die solltet ihr am besten gar nicht ändern. Das ist die ID von dem Place, wo die Spieler hin teleportiert werden. Und ändert die nur dann, wenn ihr wirklich zu 1000% sicher seid, dass die Place ID, die ihr da reinschreibt, auch wirklich funktioniert mit dem Modul, weil es werden die Spieler natürlich rüber teleportiert mit bestimmten Teleport-Daten und diese Daten muss der Place natürlich verarbeiten können, muss checken können, ob der Spieler wirklich so lange seine Zeit abgesessen hat. Am besten sollte sichergestellt werden, dass der Spieler keinen Spaß hat und dann nicht irgendwie cheaten kann, um früher entbannt zu werden. Und natürlich muss der Place auch in der Lage sein, den Spieler, wenn er die Zeit abgesessen hat, wieder zurückzuschicken mit den entsprechenden Teleport-Daten. Das ist ein bisschen kompliziert. Wenn ihr wollt, könnt ihr einen eigenen Place machen. Es ist eine Menge Arbeit. Ich werde euch dabei nicht helfen. Deswegen lasst es einfach bei dem Place, der hier ist. Ich werde den auch noch in den kommenden Monaten wahrscheinlich updaten, aber aktuell funktioniert er so, wie er ist. Hier hinten haben wir nochmal eine Test-Place-ID, wo ich halt Features teste, bevor sie auf den Live-Place gehen. Die steht nur für mich da drin. Ihr könnt sie reinnehmen, schlage ich aber nicht vor, weil der Test-Place kann verbuggt sein und es kann sein, dass dann irgendwelche Sachen schieflaufen. Aber theoretisch würde der dann neue Features haben, die ich austeste. Ich habe die nur für mich da hinten reingeschrieben, weil ich natürlich, wenn ich teste, die IDs bei mir persönlich umtausche. Aber das wär's. Wir haben uns alle Settings angeschaut. Jetzt zeige ich euch noch einmal, was wir hier im Stuff Folder drin haben. Da haben wir einmal das Command Script, das registriert Chat Commands. Und dafür ist es ganz wichtig zu wissen, welche Text-Chat-Version ihr verwendet. Um das herauszufinden, guckt ihr natürlich einmal runter zum Text-Chat-Service, klickt darauf und stellt sicher, dass die Chat-Version Text-Chat-Service ist. Wenn sie Legacy-Chat-Service ist, habt ihr keine Chat-Commands. Das HD-Admin-Override-Script, welches HD-Admin-Commands überschreibt, wenn ihr das aktiviert habt und HD-Admin im Spiel habt, init. Initialisiert das Modul. DataStore ist ein Modul, das könnt ihr theoretisch dann löschen, wenn ihr die GetPlayerData und die SetPlayerData-Method in den Settings überschrieben habt. Ansonsten lasst ihr das am besten so, wie es ist. Und ihr seht, es ist wirklich das simpelste Setup für DataStore-Implementierung, das geht. Und es yieldet für immer, bis es funktioniert hat für beide Methoden. Das Register-Commands-Modul wird von den Command-Script verwendet, um die Commands zu registrieren. Dann haben wir das System-Message-Modul, welches dafür da ist, um Spielern Nachrichten zu schicken. Wenn sie zum Beispiel jemanden gebannt haben, steht dann bei dem Spieler in dem Chat oben drin, Spieler so und so wurde für so und so lange gebannt. Dann haben wir den Banned Indikator. Das ist ein Billboard-GUI, welches in einen Spieler reingepackt wird, wenn er gebannt wird, dass man einfach sieht, okay, der ist gebannt und wird gleich wegteleportiert, weil das dauert manchmal ein bisschen. Solange wie der Spieler wartet, ist er übrigens gefroren, er kann sich nicht bewegen, er kann nichts machen und der Indikator ist einfach dafür da, dass man sieht, okay, der ist gebannt und kann nichts mehr machen. Den könnt ihr theoretisch bearbeiten, solange der Name gleich bleibt und es auch immer noch ein Billboard-GUI bleibt. Dann haben wir noch den Teleport-Screen, das ist ein Screen-GUI, welches auch dem gebannten Spieler ins Player-GUI reingesteckt wird, wenn er gebannt wird. Das sind einfach ein paar Gitterstäbe, die von oben nach unten runterknallen. Mit so einem Soundeffekt hier, den Shut-Sound, hören wir uns den einmal an. Das ist er. Oder eine Animation, die von diesem Script hier gemacht wird. Und das könnt ihr theoretisch auch bearbeiten, wenn ihr möchtet. Müsst ihr aber nicht. Wichtig ist nur, dass es ein Screen-GUI bleibt und der Name gleich bleibt. Und das wär's. Viel mehr gibt es über das Modul gar nicht zu wissen. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu den Commands habt, guckt in das README rein. Da seht ihr alle Commands, zum Beispiel den Bun-Command. Der heißt Bun. Dann habt ihr als Argument das Target, also den Namen oder die User-ID vom Spieler und die Dauer, wie lange gebannt werden soll. Da fällt mir ein, ich habe ganz vergessen, hier hinterzuschreiben, dass man danach noch den Grund hinschreiben kann. Aber das werde ich dann nochmal ergänzen, bevor das Video online kommt, dass ja der Reason on nil steht
und dass das die Duration oder der Reason ist, weil so funktioniert es tatsächlich. Man schreibt Bann, dann den Namen vom Spieler und dann wird dafür die Default Duration gebannt oder man schreibt Bann die User ID, Default Duration, Bann User ID und dann für 12 Minuten 10 Sekunden, dann wird er für 12 Minuten und 10 Sekunden gebannt. User-ID 500, dann wird es für 500 Sekunden gebannt. Oder man kann sagen, einfach nur Bann, Spielernamen und dann einfach den Grund hinschreiben. Und wenn der Grund keine richtige Zeiteinheit ist, dann wird das auch der Grund und die Default-Duration. Perm-Bann ist ein permanenter Bann, dann kommt der Spieler nicht mehr zurück. Show-Records, das zeigt einfach mal im Chat alle Criminal Records von dem Spieler. Man kann das filtern nach Active oder Inactive, wie wir es schon in den Settings gesehen haben. Es gibt den Unban-Command, das ist ein Offline-Command. Das heißt, der funktioniert nicht, wenn ihr Offline-Commands deaktiviert habt, um einen Spieler zu entbannen. Wichtig ist, wenn ihr einen Spieler mehrfach gleichzeitig bannt, kriegt jeder Bann eine Case-ID. Und ihr könnt diese Case-ID mitproviden, um nur für diesen einen Case zu entbannen. Und die Case-ID bekommt ihr raus, indem ihr /show-records macht. Und dann steht da die Case-ID für jeden einzelnen Bann dabei. Die Case-ID vom ersten Bann ist immer 1, danach 2, danach 3, danach 4 und so weiter. Offline-Bann ist ein Offline-Command, der bannt Spieler, die offline sind. Ich habe das nicht extra in den Bann-Command mit reingeschrieben, einfach nur um sicherzugehen, dass ihr bei einem Schreibfehler nicht aus Versehen irgendjemand anderen bannt. Dann Remove-Record, das löscht einen Record nicht aus euren Daten, sondern aus den Daten im Banland, weil der Increment-Faktor ja dafür sorgt, dass die nächsten Bans immer exponentiell härter werden und wenn ihr das verringern wollt, könnt ihr Remove Record machen, dann den Spieler und die Case-ID oder ihr schreibt All und wenn ihr All schreibt, dann werden alle Records im Banland entfernt und dann gibt es noch den Online-Unban für den Fall, dass ihr per Hand irgendwie einen Spieler entbannt habt und ihn dann nochmal ins Banland schicken wollt, damit er dort auch als entbannt markiert wird. Ihr werdet den wahrscheinlich nicht brauchen, wenn ihr nichts an euren Daten per Hand herumfuscht. Das sind die Commands, die wir haben und das ist auch die API, die wir haben. Auf die API gehen wir auch noch gleich ein. Ich werde euch jetzt nur einmal noch zeigen, was es mit den Show Records bedeutet. Und dafür habe ich vorhin einmal im Test den Player 2 gebannt. Und ich kann jetzt einmal sagen /records. Wenn ich einfach nur Enter mache, ist der Spieler, nach dem gesucht wird, immer ich. Das heißt, da wird dann kommen, there are no criminal records for Roblox Conny. Okay, aber wir wollen jetzt /records-2, also den Testspieler Nummer 2 haben und there are no criminal records for Spieler 2, weil ich das noch in einem anderen Place gemacht habe, ich Idiot. Wow. Gut, um das Ganze mit mehreren Spielern zu testen, geht ihr oben auf Testen, dann auf lokaler Server, zwei Spieler oder mehr und dann auf Start. Und das dauert dann immer eine Weile, frisst auch ein bisschen Computerressourcen, weil erst wird ein lokaler Server bei euch gestartet und danach werden lokale Clients bei euch gestartet, da kommen die Clients. So, hier haben wir Spieler 2. Spieler 2 hat natürlich weniger Ban-Power als Spieler 1. Das heißt, wenn Spieler 2 jetzt macht /ban player 1, dann steht da, you don't have enough Ban-Power to use this command on player 1. Your Ban-Power 1, their Ban-Power 2, require difference 1. Eindeutig, ich darf ihn nicht bannen. Spieler 1 ist natürlich jetzt wütend darüber, dass Spieler 2 ihn bannen wollte. Und deswegen packen wir Spieler 2 einfach mal ganz klein hier in die Ecke, machen Spieler 1 größer und schreiben dann als Spieler 1 /ban player 2. Und jetzt könnten wir entweder reinschreiben 5 Minuten, um ihn für 5 Minuten zu bannen und dann den Reason. Oder, wenn wir die Standard-Bann-Duration haben wollen, dann schreiben wir einfach nur den Reason und zwar, er wollte mich bannen. Und da bin ich wütend drüber. Ich drücke Enter und bei Spieler 2 kommen jetzt Gitterstäbe, wait a moment, und er wird wegteleportiert, beziehungsweise in Roblox Studio kann man nicht teleportiert werden, deswegen seht ihr unten, er wurde gekickt. Und Spieler 1 ist jetzt alleine, also kann ich mit Spieler 2 das hier schließen. Spieler 1 ist alleine und oben steht Player 2 got banned for 15 minutes. Um uns die Records jetzt anzuschauen, schreiben wir /records-2, weil Player 2 ist der Name von einem Spieler, aber -2 ist jetzt wirklich die User-ID von diesem Testspieler, die gespeichert ist. Drücken wir Enter und wir sehen Criminal Records von -2. Case-ID 1, Active True, das heißt der Bann ist aktiv. Reason ist der Grund, er wollte mich bannen. Duration sind 900 Sekunden, also 15 Minuten. Und Responsible Mode ist Player 1, Spieler 1 hat ihn gebannt. Und jetzt kann ich sagen, /unban-2 für die Case-ID 1. Wenn ich für alle Cases entbannen möchte, lasse ich die Case-ID einfach weg. Kann ich genauso machen, drück Enter. Es lädt eine Weile, bis es dann auch wirklich erfolgreich war. -2 got unban. Hat funktioniert, okay. Wir gucken jetzt einmal nochmal die Records an, /records-2, bup. Und jetzt sehen wir, Case-ID ist 1, Active ist gleich False und er wollte mich bannen. Das nächste Mal, wenn der Spieler jetzt im Spiel beitritt, wird er nochmal ins Banland teleportiert. Dann wird im Banland gesagt, er wurde entbannt und das Banland teleportiert ihn dann direkt wieder zurück. Und da wir uns in Roblox Studio und in der Testumgebung befinden, wird das ganze Teleportiergedöns nicht passieren, weil das einfach nur nervig ist. Deswegen habe ich das gecheckt, ob man sich in Roblox Studio befindet. Wir könnten jetzt noch ganz viele Sachen testen. Das habe ich aber schon gemacht. Ihr könnt die Sachen für euch selber testen. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist euch die API zeigen, weil ihr könnt dieses Modul natürlich in eurem Spiel einbauen. Zum Beispiel könnt ihr einen Anti-Cheat machen.
machen. Wir könnten zum Beispiel sagen, und das habe ich hier schon mal gemacht, wer in diesem Part das Proximity Prompt aktiviert, ist ein Hacker. Das bedeutet, er wird gebannt. Ich habe hier einfach ein Proximity Prompt ins Part reingepackt. Da ist ein Script drin und das Script sagt, Local Banland ist gleich require game.serverscriptService.mainModule. Ihr könnt das Modul natürlich umbenennen zu Banland, damit es eindeutiger ist. Proximity Prompt ist script.parent und einfach sagen, Proximity Prompt.triggered Doppelpunkt-Connect Function Spieler Banland Doppelpunkt-Ban-Player. Das ist alles, was ihr machen müsst, um einen Spieler zu bannen. Ihr schreibt einfach Banland Doppelpunkt-Ban-Player. Und fertig ist die Sache. Ihr könnt natürlich neben dem Spieler dann noch weitere Argumente liefern. Zum Beispiel die Dauer. Hier sagen wir einfach mal 10 Sekunden oder wir sagen in Anführungsstrichen 10 Minuten oder 10 Stunden, ist alles möglich. Komma, dann den Grund können wir angeben, dann können wir noch einen internen Grund angeben, den nur wir sehen können, aber den der Spieler nicht sehen kann, weil den Grund, den wir hier sehen, den sieht der Spieler im Banland. Und dann den Responsible Mod, hier können wir sagen, Anti-Cheat ist dafür verantwortlich und Buyouts können wir auch nochmal separat anpassen. Zum Beispiel können wir hier sagen, für diesen Bann darf der Spieler sich nicht freikaufen, sagen wir False. Weil das war echt böse, dass er das Proximity Prompt aktiviert hat. Dann haben wir noch den Increment Factor, den wir separat für diesen Fall anpassen können. Wir können sagen, wenn er nochmal gebannt wird, dann sagen wir direkt 2. Dann wird es richtig hart. Dann werden aus 10 Stunden auf einmal 30 Stunden. Und das schon beim zweiten Bann. Und das sind alle Argumente, die die Funktion nimmt. Aber ihr könnt auch einfach /ban-Spieler machen und dann werden die Standardwerte übernommen, die ihr in den Einstellungen drin habt. Weitere Methoden sind auch die, für die es Commands gibt. Ihr drückt einfach Doppelpunkt und seht, es gibt Ban-Player, Remove-Record, Offline-Ban-Player, Unban, Mark as Unbanned in Banland, das ist halt, wenn ein Spieler online ist, für euch schon entbannt wurde, aber im Banland noch nicht entbannt ist, um den rüber zu schicken, dass er da entbannt wurde, Get Records und Permban für den permanenten Bann. Das sind alle Methoden, die wir haben. Es gibt dann auch noch ein paar Werte, zum Beispiel Settings ist Studio Owner, auf die müsst ihr eigentlich nie zugreifen, ist Studio ist einfach nur, um zu checken, ob wir uns in Roblox Studio befinden. Habe ich gespeichert, weil ich das mit meinen eigenen Scripts auslese. Settings sind die Settings, die ihr hier in dem Modul drin habt. Und Owner ist der Owner von dem Spiel, beziehungsweise die User-ID vom Owner, die sich das Banland holt. Das ist die ganze Banland-API. Und ich werde wahrscheinlich in den kommenden Tagen oder Wochen irgendwann einen Dev-Forum-Post schreiben, in dem ich die ganze API nochmal erkläre und ihr euch das alles in aller Ruhe nachlesen könnt. Aber hier sagen wir jetzt einfach Ban-Player-Spieler und dann haben wir die Sache. Wenn ich jetzt als Owner von dem Spiel dahin gehe, kann ich natürlich nicht gebannt werden. Der Owner kann nie gebannt werden. Das heißt, ich drücke jetzt E, bup, und unten im Output steht, the owner can't get banned. Nichts passiert. Wenn ich jetzt aber das Spiel einfach mal veröffentliche zu Roblox, in den Spieleinstellungen unter Berechtigungen das Spiel auch auf öffentlich packe und speichere und dann in das Spiel einfach mal reingehe mit einem Beispiel-Account, hier habe ich jetzt den Example Head Mod, den ich mir ja geclaimed habe, dann bin ich jetzt mal in einem richtigen Spiel und wir können testen, wie es in einem richtigen Spiel aussieht, wenn man gebannt wird. Also laufen wir hier zu dem Part hin, drücken E bei Ban Me und man wird direkt tippiert. Ich kann mich nicht bewegen, seht ihr? Ich kann nichts machen, außer die Kamera zu bewegen und ich bin im Banland. Hello, my friend. Well, it looks like you got banned from noch was, so heißt das Spiel. I myself really like that experience, but no worries, it's not permanent. You just gotta wait here for 15 minutes and I will send you right back. And if you behave good, we might even shorten your time. Enjoy your stay. Ich klicke auf OK und bin dann in dieser deprimierenden Gefängniszelle, in der man halt wirklich nichts machen kann, außer sich ab und zu mal hinsetzen. Sich ab und zu mal hinlegen. Warte, selbst das kriege ich nicht mal richtig hin. Alles ist richtig düster und deprimierend, wenn ich aus dem Fenster rausgucke auch. Ich kann nicht chatten. Chat ist aus. Ich kann nicht reden. Es ist einfach nur deprimierend hier drin. Man kann nichts machen, außer aufs I drücken und dann sieht man seine Cases. Und ihr seht, ich habe hier mit dem Account schon einmal getestet aus einem anderen Spiel. Wenn hier ein grüner Smiley ist, heißt das, man hat seine Strafe schon abgesessen und kann auf Entbannen drücken. Wenn es rot ist, dann hat man seine Strafe noch nicht abgesessen. Man kann hier auch raufklicken und sieht dann Sentence Remaining. Ich habe noch 14 Minuten zu warten. So lange will ich nicht warten. Ich könnte mich jetzt freikaufen für Robux. Ihr seht auch, je länger der Bann, desto teurer wird's. Und bannt die Leute wirklich nicht für zu lange. Ein Bann von 15 Minuten reicht aus. Auch ein Bann von 5 Minuten reicht aus. Wirklich. Weil der nächste Bann, der dauert dann gleich viel länger. Und der nächste Bann noch länger. Also wirklich, 5 Minuten Banns reichen völlig aus, um eine Strafe zu sein. Selbst wenn ein Spieler krass hackt und von eurem Anti-Cheat entdeckt wird, dann lasst das Anti-Cheat dem Spieler für 5 Minuten bannen. Der Spieler wird entbannt, kommt zurück,
und wird vom Anti-Cheat direkt nochmal gebannt. Und dann hat er die nächste Strafe, die noch länger ist. Dann wird er nochmal gebannt, die nächste Strafe ist noch länger und so weiter. Deswegen lasst die Strafen kurz. Ich will mich jetzt aber nicht freikaufen, ich will meine Zeit einfach absitzen, damit ihr seht, wie das aussieht, wenn man frei ist. Also einerseits, wenn ich komplett frei wäre, würde ich aus der Zelle rausgelassen werden. Dann käme hier ein Pop-up, wo steht, yo, du bist jetzt ein freier Mann, Teleport Back. Und dann kann ich auf Teleport Back klicken und alles ist cool. Oder ich klicke hier unten auf das I, dann auf meinen Eintrag, in dem ich schon meine Strafe abgesessen habe, klicke auf Entbannen. Und dann werde ich nochmal mit demselben Teleport Screen, warte einen Moment, zurück teleportiert in das Spiel, das mich gebannt hat. Das war in diesem Fall das Untitled Game. Hupp. Und ich bin wieder frei, obwohl ich ja eigentlich gebannt war. Damit ihr einmal sehen könnt, wie es ist, gebannt zu sein. In noch was bin ich ja immer noch gebannt. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal in noch was reinjoine, komme ich natürlich nicht rein, sondern es lädt. Und sobald der Server dann endlich da ist, bam, bin ich direkt gebannt. Ich kann natürlich wieder nichts machen und finde mich im Banland wieder. Na toll. Also das Bannsystem funktioniert auf jeden Fall. Aber das Bannsystem steckt noch ziemlich in den Kinderschuhen. Es würde mich wirklich freuen, wenn ihr es einfach mal in eure Spiele einbaut, mir Feedback gebt, was euch daran gefällt, was euch daran nicht gefällt vor allem, was ich besser machen könnte, was ihr unangenehm findet und wenn ihr irgendwelche Bugs findet, schreibt mir natürlich entweder in den Kommentaren oder auf meinem Discord-Server, wenn ihr irgendwelche Bugs habt, damit ich die fixen kann. Es ist nämlich noch ganz am Anfang und es gibt viele Sachen, die ich vielleicht noch nicht berücksichtigt habe. In Zukunft werde ich dazu noch meinen Dev-Forum-Post machen, in dem ich ausführlicher darauf eingehe. Und das Einzige, was ihr beachten müsst, wenn ihr das Bannsystem in einem Early State verwendet, ist, dass es halt noch Updates bekommen wird. Und wenn ihr euer System updatet, könnt ihr es einfach aus der Toolbox rausziehen wieder. Upp. Wir ziehen es wieder in den Server-Script-Service rein. Und dann könnt ihr gucken, hier unten steht Version 2.1. Wenn die höher ist als eure Version, ist sie natürlich geupdatet. Und alles, was ihr machen müsst, ist die Settings aus eurer alten Version kopieren, in die neue Version mit Steuerung, Shift und V reinpasten und die alten Settings rauslöschen. Und dann funktioniert das. Es sei denn, hier steht Version 3. irgendwas oder 4. irgendwas. Wenn die erste Zahl sich ändert, dann solltet ihr vielleicht einmal in die Settings reingucken, ob sich was grundlegend geändert hat, weil das sind dann die Versionen, wo es nicht einfach funktionieren wird, die Settings zu kopieren. Wenn da jetzt 2.2 steht, könnt ihr die Settings rüber kopieren. Wenn da 2.18 steht, könnt ihr auch die Settings rüber kopieren. Aber 3, 4 und 5 und so weiter an der ersten Stelle würde bedeuten, dass sich etwas Grundlegendes geändert hat und das Settings übernehmen nicht automatisch funktionieren wird. So, ich habe mich jetzt aber richtig fusselig geredet. Vielleicht hat man auch gehört, wie heiser ich wurde während der Aufnahme. Das war's mit dem Video. Ich habe da echt viel Arbeit reingesteckt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich supporten könntet, indem ihr einfach nur ein Like da lasst oder das Video teilt mit euren Freunden, die vielleicht an einem Roblox-Spiel arbeiten. Einfach mal sagt, ey, brauchst du noch ein Bannsystem? Guck dir mal das Bannsystem an, das ist ganz cool. Ich persönlich find's cool, um mich einfach zu supporten. Das war's aber jetzt mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann wird euch das Video über Data Stores wahrscheinlich auch sehr gefallen. Das ist ein bisschen kompliziert, aber ziemlich wichtig zu wissen. Also klick dich das Data Store Video an. Klick es an. Hast du schon angeklickt? Du hast es noch nicht angeklickt? Dann klick's jetzt endlich an! Was machst du noch hier?